Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie wird in der Exzellenzinitiative mit 2 Exzellenzclustern und 1 Graduiertenschule gefördert. Das Motto der Universität lautet: Die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin Alexander, studiere in Freiburg Liberal Arts and Sciences am University College. Was ganz besonders ist, weil das der erste interdisziplinäre Studiengang an einer öffentlichen deutschen Universität ist. Aber jetzt würde ich euch gerne erstmal meine Uni zeigen. Also da fällt mir übrigens noch ein, dieser Studiengang macht mir besonders viel Spaß, weil wir jeden Tag Englisch sprechen können. Es ist komplett auf Englisch, wir schreiben Essays auf Englisch, wir reden mit den anderen Mitstudenten auf Englisch. Und das ist normalerweise viel mehr, als in der normalen Uni man sprechen würde. Aber jetzt möchte ich euch erstmal rausführen. Die Universität Freiburg ist eine Stadtuniversität. Alle Einrichtungen sind im Wesentlichen auf 6 Standorte in der Stadt verteilt. Also wir befinden uns gerade halt in der Innenstadt. Hier ist der geisteswissenschaftliche Bereich der Universität. Normalerweise haben wir auch naturwissenschaftliche, technische und Sportbereich. Die sind ein bisschen verteilt in der Stadt. Aber man kann alles wunderbar mit dem Fahrrad erreichen oder mit der Straßenbahn oder sogar zu Fuß. Das hier ist der Platz der Weißen Rose, der Hauptcampus der geisteswissenschaftlichen Fakultät. Da vorne befinden sich die Cafés, Café Europa, Café Senkrecht. Hier kann man sich einen wunderbaren Kaffee holen und hier heißt es einfach nur sehen und gesehen werden. Hier wird gerade unsere neue Bibliothek gebaut. Wie man sieht, sind keine Bücher mehr da, aber keine Angst, das Lernen wird nicht eingestellt, denn alle Bücher werden unten im Keller gesammelt. Im Freiburger Uniseum kann man die traditionsreiche Geschichte der Uni erleben. Sie wurde am 21. September 1457 vom österreichischen Erzherzog Albrecht VI. Gegründet. Nach der Französischen Revolution tönt es schlecht um die Universität Freiburg. Großherzog Ludwig von Baden hat die Freiburger Universität dann aber gerettet und als staatliche Uni etabliert. So kam es zum Doppelnamen Albert und Ludwig. Informationstafeln und zahlreiche Ausstellungsstücke geben in den thematisch geordneten Räumlichkeiten einen Überblick über die Entwicklung der Universität. Die ursprüngliche Uni befand sich übrigens genau an diesem Standort. In den Gewölbekellern wird die Baugeschichte sichtbar, zu der auch Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau gehören. Wir sind gerade im Kollegengebäude 2. Hinter mir befindet sich das Café Europa, große Hörsäle und natürlich das Audimax, Auditorium Maximum. Viele berühmte Philosophen, Spitzenforscher und Nobelpreisträger lehrten und forschten an der Albert-Ludwigs-Universität. Forschung und Lehre erhielten das Exzellenzsiegel. Es werden 2 Exzellenzcluster und die Spemann-Graduiertenschule für Biologie und Medizin in der Exzellenzinitiative gefördert. Wir bekennen uns selbstverständlich dazu, dass wir eine Volluniversität sind, aber eine besondere. Deswegen haben wir in den 90er Jahren eine technische Fakultät gegründet, wo wir auch Ingenieure ausbilden in Mikrosystemtechnik und in Informatik. Das hat uns hervorragend vorangebracht. Wir haben einen Profilbereich im Dreieck von Ingenieurwissenschaften, Biologie und Medizin, also eine ganz besondere Qualität von Lebenswissenschaften. Zu denen auch 2 Exzellenzcluster gehören. Einer davon ist das BIOS, Zentrum für biologische Signalstudien, das die komplexe Organisation von Signalprozessen in und zwischen Zellen erforscht. In dem Exzellenzcluster BIOS erforschen Biologen, Mediziner und Ingenieure gemeinsam, wie Zellen mit ihrer Umgebung kommunizieren, wie Zellen Signale aus ihrer Umgebung wahrnehmen. Zum Beispiel, welche Signale sind dafür verantwortlich, dass eine gesunde Zelle zu einer Krebszelle wird? Mit dem Wissen, wie Zellen auf ihre Umgebung reagieren, können sie gezielt gesteuert werden. Ziel ist es, die Zellen so zu beeinflussen, dass sie zum Beispiel selbstständig ein Medikament herstellen können. Die Arbeit, die wir machen im Labor, ist sehr spannend und mir stehen wirklich alle Möglichkeiten offen und ich kann wirklich so viele neue Geräte und neue Methoden erlernen in dieser Arbeitsgruppe. Also ich freue mich auf den Schluss meiner Masterarbeit. Da wir auch so viel Arbeit machen mit Pflanzen vor allem und versuchen zu verstehen, wie Pflanzen reagieren und lernen und wachsen, ist für uns der Botanische Garten, der hier in der Nähe ist, sehr wichtig. Da holen wir uns unsere Inspiration, wie zum Beispiel die Schale von einem Käfer, die so widerstandsfähig ist, kann man jetzt dann umsetzen, um einen neuen innovativen Helm, einen Motorradhelm zu erschaffen, der dann wirklich diese Eigenschaften von dem Käfer übernimmt. Und so ist der Botanische Garten für uns eine Quelle von sehr vielen Ideen und Inspirationen. Und auch ein Ort, wo wir uns einfach entspannen können.
Auf dem Gelände der Technischen Fakultät befindet sich der zweite Exzellenzcluster BrainLinks BrainTools, der die Fachbereiche Medizin, Biologie, Informatik und Mikrosystemtechnik miteinander verbindet. Hallo und willkommen an der Technischen Fakultät. Ich bin Nao von den humanoiden Robotern. Ich werde jetzt diese Treppe hochsteigen. Wir beschäftigen uns hier mit humanoiden Robotern, also Roboter, die einen menschlichen Körperbau haben und menschliche Sensoren. Und unsere Vision ist ja, dass Roboter irgendwann beim Haushalt eingesetzt werden und den Menschen dort lästige Tätigkeiten abnehmen. Und wir entwickeln hier halt Techniken, um Roboter zu ermöglichen, in häuslichen Umgebungen zu navigieren. Endlich geschafft. Oh, das war anstrengend. Wir tragen ja auch zum neuen Exzellenzcluster BrainLinks BrainTools bei mit unserer Forschung. In dem Cluster geht es darum, Roboter zu entwickeln, die vom Gehirn gesteuert werden können. Das heißt, die Patienten äußern ihre Wünsche über eine Gehirn-Maschinen-Schnittstelle. Und der Roboter erfährt dann, was diese Patienten was für eine Intention haben oder für einen Wunsch. Zum Beispiel, dass sie einen Kaffee bekommen wollen. Und dafür sind halt die Techniken notwendig für die Navigation und Manipulation, die wir hier entwickeln. Genau diese Techniken werden auch in andere Bereiche übernommen. Uns interessieren diese Fragestellungen der Navigation nicht nur für Roboter, sondern wir schauen auch, wie wir solche Systeme in andere sinnvolle Applikationen übertragen können. Eine so eine Anwendung wären beispielsweise vollautomatische Rollstühle. Neben den Assistenzrobotern ist ein weiteres Ziel des Clusters, dass Menschen mit neurologischen Erkrankungen dank eines kleinen Implantats im Kopf ein Leben frei von Symptomen führen könnten. Den Anfang nimmt die Arbeit damit, dass wir überhaupt erstmal verstehen wollen, wie das Gehirn funktioniert. Und das ist relativ schwierig am eigentlichen Gehirn, weil wir es dort mit vielen 100 Milliarden Nervenzellen zu tun haben. Ein Weg, trotzdem was zu verstehen, ist, Computermodelle zu bauen, die bestimmte Eigenschaften des Gehirns nachbilden. Solch ein Modell gibt es zum Beispiel für die Parkinson-Krankheit. Der Sinn liegt darin, zu verstehen, was genau bei dieser Krankheit im Gehirn passiert. Dadurch kann man auch Vorschläge machen, wie eine bessere oder völlig neue Therapie aussehen könnte. Das Freiburg Institute for Advanced Studies, FRIAS, bildet das Herzstück des Zukunftskonzeptes, mit dem die Universität 2007 in der Exzellenzinitiative erfolgreich war. Es vereint Geistes-, Sozial-, Natur- und Ingenieurswissenschaften und wird als Ort der Spitzenforschung viel beachtet, obwohl die Förderung 2012 nicht in die Verlängerung ging. Jetzt gucken wir vom Uniturm runter. Super Ausblick auf die Altstadt und auf die Universität. Freiburg im Breisgau ist eine attraktive Stadt mit knapp 230.000 Einwohnern und einem südlichen Klima. Für Studenten ein ideales Umfeld. Sowohl nachts als auch am Tag ist hier immer etwas geboten. Wie jede gute Studentenstadt haben wir natürlich auch viele Cafés und Kneipen. Aber leider ist es mittlerweile schon so voll durch die Doppeljahrgänge, dass man selten Platz findet. Und es wäre super, wenn ein paar mehr in der Innenstadt wären. Die Uni Freiburg ist wissenschaftliche Heimat von bisher 10 Nobel- und 13 Leibniz-Preisträgern. Freiburg war schon immer meine Traumuniversität. Leider durfte ich hier nicht studieren, sondern wurde erst als Professor berufen. Diese Universität ist einfach mitten in der Stadt, hat hervorragende Lehrende, ein tolles Umfeld. Und es gibt eigentlich keinen schöneren Platz und keinen qualitativ besseren Platz, als in Freiburg zu studieren. Für mich war das immer ein Traum. Er ist erst als Professor für mich Wirklichkeit geworden. Ich studiere gerne in Freiburg. Es ist eine super Studentenstadt. Ich habe alles, was ich brauche und ich fühle mich pudelwohl. Jetzt mache ich noch ein bisschen Sport in unserem neuen Fitness- und Gesundheitszentrum. Man sieht sich. Thank you.